Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr bei Fabledom im schönen gemütlichen Städtchen wieder mit dabei seid. So, wir hatten ja das Problem, dass wir Bräder brauchen und Weizen und nicht genug Leute haben, ne? Irgendwie war das Problem, glaube ich. Und ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür, falls man irgendwelches Gebohren im Hintergrund hört. Bei mir im Haus sind die Handwerker, die einfach nicht fertig werden wollen. Die sind schon seit 2 Wochen dazu gange und machen Krach wie Hulle und ich kann nicht ewig warten mit aufnehmen. Also hoffe ich, dass es nicht allzu doll durchkommt. Auf jeden Fall kümmern wir uns jetzt erst mal. Wir brauchen mehr Bewohner, es nützt alles nichts. Definitiv mehr Bewohner, bevor wir überhaupt irgendwas machen können, obwohl wir haben 4 Arbeitslose. Ah ja, wir hatten das Problem, wir brauchen ein neues Gebiet, damit wir überhaupt an genug Holz kommen, weil die Holzproduktion hier reicht nicht aus. Ne? Wir arbeiten schon 3, mehr können wir auch nicht reinsetzen. Genau, wir wollen ein neues Gebiet kaufen. So war es. So, da war ich ja überlegen, ob ich das kaufe. Irgendwas, wo viele Bäume sind, auf jeden Fall. Hier sind gut Bäume. Da sind überall gut Bäume. Hier ist dieser dämliche Hügel. Ich bin echt überlegen, das Gebiet zu nehmen. Dafür müssen wir aber erstmal die 200 Münzen zusammenbekommen. Gut, die haben wir fast. Wir sind bei 178. Wir kommen gleich wieder 45 in 4 Tagen. Dann haben wir es und dann könnten wir uns um das Gebiet kümmern. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gut, dann beschleunigen wir mal kurz ein bisschen, damit wir die Zahlung kriegen. Weil die Arbeitslosen haben wir. Neue Häuser brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Gut, ich liebe dieses Spiel. Es ist so schön entspannend. Ne, Lady, was ist dann dein Job? Du bist Kohlemeiler? Wir haben ja echt das Problem. Kohle verbrennt Holz. Wir brauchen Holz zum Bauen. Und dann brauchen wir auch gleich Holz für die Bretter. Und die Bäume wachsen gar nicht schnell genug nach, wie wir sehen. Wir brauchen mehr Holzfäller. Nützt alles nix. Gut, ein Tag noch. Haben wir, glaube ich, alles kein Problem. Das wird schon. Das erste Mal. So, wieder eine normale Geschwindigkeit. Den kaufen wir jetzt. Das da würde ich sagen. 41 Bäume. Warte mal, das sieht man ja auch so, ne? Gut, hier sind 60 Bäume, aber zum Teil auch auf dem Hügel. 74? Wäre das nicht doch besser? Schafsherde haben wir auch. Und hier? Na gut, hier haben wir Fisch, ne? Wir brauchen beides, ne? Komm, wir nehmen das. Wir nehmen das. Sehr schön, den hätten wir das. Jo, ein Träumchen. Den wittert schon. Denn werden wir jetzt hier wohl? Ob uns das gefällt oder nicht, mal gucken. Ich würde hier gerne noch mehr Häuser bauen, vor allen Dingen hier nach unten hin und dahin. Ich glaube, ich werde später sowieso woanders noch Wohngebiete bauen müssen. Hier muss auf jeden Fall die Holzfällerhütte hin. Den gucken wir mal. Holzfäller. Der war wo? Ressourcen bestimmt? Können wir uns aktuell nicht leisten. Kostet 25. Oh komm. 2 zu wenig? Komm, tu mir das nicht an, mein Freund. Mach. Sei so nett. Komm. Give mir Money. Neuankömmlinge. Muss ich leider abweisen. Da haben wir jetzt keinen Platz. Ernte ist auch wieder fertig. Ah, ist das nicht schön idyllisch hier? Ein Träumchen hier. Ich hatte ja auch in der ersten Folge erwähnt, dass das Spiel leichte Performance-Probleme hat. Hat das Spiel auch. Ich hatte, genauso wie viele andere auch, das Problemchen, dass die Grafikkarte einfach voll auf 100% durchläuft. Und natürlich irgendwann die Temperaturen jenseits der 80-Grad-Grenze erreicht, was natürlich nicht so gesund ist. Auf Dauer zumindest. Aber ich habe jetzt einfach mal probiert. Ich habe einfach im Grafikkartentreiber das Ganze auf 60 FPS begrenzt. Scheint zu funktionieren. So bleibt er unter 80 Grad. Aber abwarten. So lange läuft das Spiel jetzt noch nicht bei mir. Den baut er erstmal. Die Erweiterung Förster kommt natürlich auch gleich hin. Dafür brauchen wir aber erstmal wieder 50. So, und ich möchte hier auch gerne ein Wegchen haben. Ich glaube, den ziehen wir hier direkt am Feld vorbei. Aber ob das nun wirklich funktioniert, kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Das sehen wir, wenn das Spiel schon länger läuft bei mir. Aber das Problem haben zumindest viele. Die Entwickler selber haben ja auch schon kommuniziert, dass es ein Problem mit dem Spiel ist, dass sie dran sind, dass es in einem der zukünftigen Updates behoben wird. Mal gucken, ob sie es schaffen.
Komischerweise ist mir aufgefallen, braucht das Spiel im Pausenmodus, wenn alles stillsteht. Hier, wenn ich hier Pause drücke, mehr Leistung, als wenn es läuft. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Aber wird schon. So, hier hauen wir gleich drei Leute rein. Wir haben ja vier Arbeitslose, da können die hier mich Holz scheffeln. Jetzt haben wir nur noch einen Arbeitslosen. Sobald wir, das kommt ja wieder in 3 Tagen, 50 haben, bauen wir noch den Förster hin, damit wir uns vernünftig um die Bretter zu kümmern können. Weil Holz wird ja echt nicht wirklich mehr, ne? Lager. Hatten wir ein zweites Gebäude. Jo, werden auch schon Sachen eingelagert. Ein Träumchen. Aber ich finde die Gegend hier voll idyllisch. Voll schön. Ja. Hier würde ich auch gerne mal so eine Zeit lang meinen Urlaub verbringen. Gummistiefel mitbringen bei den Straßen. Jo, das ist doch schön. Gut, aber weiter im Text. Und ist es soweit? In 2 Tagen? Einmal kurz Antiklebe schleunigen. Soll schließlich schön werden hier. Und dafür brauchen wir Holz. Holz. Na, dankeschön. So, mein Förster muss hin, sonst haben wir hier bald keine Bäume mehr. Das nützt ja alles nichts. Erforderung, Förster. So, ich würde sorgen, den setzen wir gleich hier neben. Jo, dann passt das. Kriegt er noch ein Stück Strose mit ran, dann passt das auch. Wunderbar. Sobald er aufgebaut ist, kann er die Bäume hier auf ihn anpflanzen. Und wir dürften jetzt eigentlich gar nicht mehr so das Holzproblem kriegen, hoffe ich. Ich meine, hier arbeiten 3 Leute. Mittlerweile haben wir auch Bürger. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Wenn ich es richtig sehe. Nein. Da können nur Bürger arbeiten. Gut. Wir haben 24 Landminen. Nächsten Meilenstein Dorf erreichen wir mit 30. Eins nach dem anderen. So, Förster ist fertig. Wir bräuchten als nächstes das Sägewerk. Das hier. Das kostet schon 100 ganze Münzen. Und halt 10 produziert Bretter von Holz. Ja, -5 Attraktivität, also nicht bei den Häusern hin. Beschäftigt einen Landmann oder Bürger. Okay, dockeli. Gut. Ich hoffe, dass sich jetzt ein bisschen Holz ansammelt. Wir werden sie sehen. Die 100 Münzen brauchen wir ja erstmal. Ups, wie viel verdienen wir denn jetzt überhaupt noch? 40, gut. Kriegen wir hin. Dann würde ich sorgen, wir beschleunigen jetzt ganz erstmal ein bisschen, bis wir die 100 Münzen zusammen haben. Das sieht schon schön aus hier. Ja. Wie viel Stone hat der Gute denn noch? Och, da haben wir jede Menge. Dauert eine ganze Weile, bis die Sachen verbraucht sind. Ne? Das ist schön. Aber ist halt auch ein entschleunigtes Spiel. Ja, Holz wird in der Tat mehr. Wir haben halt das Problem, hier Äußerhaut können die ja gar nicht fällen. Die können ja nur das kleine Stückchen fällen. Und die Bäume wachsen nicht schnell genug nach. Da ist das hier schon eher ein Träumchen. So, dann sind wir bei 58. Besucher müssen wir leider abweisen aktuell. Wie ich das mit den Häusern mache, weiß ich auch noch nicht. Hier unten kriegen wir vielleicht noch 1, 2 hin, dann ist wohl in dem Gelände. Hier kriegen wir vielleicht später noch Häuser hin, mal gucken. Ich möchte aber auch gern das Sägewerk hier so hinbauen. Ah, mal gucken, wie wir das am besten machen. Platztechnisch haben wir uns hier echt eine beschissene Ecke ausgesucht, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben hier kaum Platz. So, Kohle wird auch mehr, weil er jetzt wieder ordentlich arbeiten kann, weil genug Holz rankommt, ne? Ja, zumindest aber der wird durchgehen. Der hat ja vorher auch Pausen gemacht. Jo, Holz wird definitiv mehr. Sehr schön. Und wir müssen noch einen Arbeitslosen haben, ne? Ja, den brauchen wir gleich fürs Sägewerk. Da kommt gleich auch wieder Geld. Sehr schön. Dann fehlen nur noch 2 Münzen. Das kriegen wir hin, dort kriegen wir hin. Ich würde sorgen, das bauen wir hier mit hin. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein Lager brauchen. Eigentlich nicht, ne? Obwohl man hier, da haben wir die Häuser. Ordemap, kostet wie ich Geld. Oh, gut, dann bauen wir ihn gleich. Obwohl, das kostet nur 2 pro Weg, ne? Na, ich war am überlegen, hier so einen Weg durchzuziehen, aber da ist das Plus, der Brunnen, das machen wir so. Warte mal. Zieh einmal durch. Nochmal. Ach, ist verbunden. Sehr schön.
Jawohl, das kommen wir trotzdem gleich auf die 100. Alles kein Problem? Ja. Aber wenn wir hier nicht später noch ein Lager hinbauen, dann können Sie hier ein bisschen abkürzen. Dann brauchen Sie nicht so ganz außen rumlaufen. Besucher müssen wir leider immer noch abweisen. Wir bauen ja noch neue Häuser. Immer mit der Ruhe, Leute. Wir machen jetzt erstmal wieder Normalgeschwindigkeit und bauen hier definitiv das Sägewerk. Ja, also sehr große Negativität. Bauen wir das da direkt ran? Nee, ich baue es hier hin. Dann können wir hier noch einen Weg vorbeibauen. Den Postat. Bis wir es aufgebaut haben, dauert er jetzt auch wieder ein Weilchen. Den kommen wir endlich mal an Bretter. Und hier sehen wir es ja auch. Wir sollen noch eine Botengilde bauen und noch einen Boten zuweisen. Also mehr Bewohner brauchen wir eh. Das Schöne ist, Holz wird auch wieder mehr, nur Stein wird knapp. Aber ich glaube, da kann kein zweiter, oder? Stein-Dingsbums? Doch. Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen definitiv mehr Leute. Das ist nur die Frage. Krieg ich hier unten? Die sind zwei groß mit Hufen, ne? Hier einen Weg lang? Würde gehen, ne? Nee, nun bau mal weiter, mach hier, mein Freund. Und denn hier ran? Das geht, ne? Das geht, sehr schön. Dann können wir hier nämlich noch... Naja gut, wir haben jetzt das Geld nicht, aber sobald wir das Geld haben... Eins auf jeden Fall, hier hin. Ob hier noch ein zweiter hinpasst wegen dem Wasser? Abwarten. Und das wählen zumindest mal wieder ein paar Lötchen. Brunnen, ich weiß nicht, ob der weit genug geht. Das ist ein Plumpsklo. Und sonst müssen wir noch irgendwie Brunnen zwischenquetschen. Mal gucken. Das wird schon. Und wieso ist das Ding hier noch nicht gebaut? Wir haben doch genug Holz. Brannte, Junge, wir haben keinen Winter. Wo kann Schnee liegen? Kann man Gas geben, du? So, da fehlen immer noch 10 Holz und 10 Stone, du. Ja gut, unsere Arbeiterhütte, da arbeiten wie viele? 2. Naja gut, zu zweit sind es heute hier schnitzen. Vielleicht bauen wir später noch mehr Arbeiterhütten. Holz ist drin. So, wir können das erste Häuschen bauen. Lass ich nochmal gucken. Das sollte ja, wenn schon, genau so am Weg. Hier wird aber auch gehen, ne? Ja, aber hier hat er keinen Brunnen. Hier auch nicht. Das dachte ich mir, aber das mit dem Brunnen kriegen wir hin. Erstmal den. 55 mit Hof. Echt jetzt? 55 mit Hof? Ja, aber sonst sind sie nicht glücklich, wenn sie keinen Hof haben. Mal ein bisschen beschleunigen hier. Sägewerk ist fertig. Sehr schön. Ich meine, es kommt ja gleich wieder Geld. Das heißt, nur das Haus kostet 25 und der Hof kostet auch nochmal Geld? Müssen wir leider abweisen. Noch haben wir die Häuser nicht fertig. Okay. Aber mittlerweile sind wir auch schon wieder im guten Sommer. Ist ja auch nicht gleich gekommen, ne? Jo. Komm, gebt mal euer Money. Öffnet eure Portemonnaies weit, damit ich schön tief reingreifen kann. Sehr schön. Bauen das Ganze. Und ob ich hier später... mal gucken. Man kann ja schon mal anzeigen. Wir brauchen es noch nicht bauen. Na, okay, gut. Das dachte ich mir. Aber 3 sollten auch ausreichen. Ne? Wohnt hier ein etwas ärmerer Mann. So ist es ja, glaube ich, nur der Bauplan und nicht gebaut, ne? Wir bräuchten eine 50. Das kriegen wir hin. Brunnen müsste hier ja auch noch hin. Der Brunnen war hier. Na, das dachte ich mir. Wenn ich den Brunnen hier so an die Säule stelle, sind die Beute mit drin, ne? Jo. Ein Träumchen. Das wird schon... Das eine Gehöft ist fertig. Wasser kriegst du gleich, sobald der Brunnen fertig ist, mein Freund. Hier ist dort Sägewerk. Arbeitet das schon? Nein. Einen Arbeitslosen hatten wir noch, ne? Jo. Du kommst hier drin? Dann arbeitet das jetzt. Ich glaube, den Holzfäller kann ich früher oder später hier mal wegrubbeln.
Aber der ist gut am Arbeiten. Der hat was von der Reichweite. Na gut, hier kann er nicht hin, aber... Ah, die verbinden sich, wa? Cool. Der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das ist schon mal was. Gut, auf jeden Fall. Wir brauchen 51. Das wird schon. Ja, ja. Einkommen ist aktuell nur auf 27. Jo, kommt her. Das Häuschen ist fertig. Kommt her. Sehr schön. Dadurch dürften die Steuern jetzt auch gestiegen sein, ne? Ja, jetzt sind wir wieder auf 35. Na, wir kommen doch langsam auf 30. Wenn das fertig ist, da passen auch nochmal 3 rein. Den Post hat. Jo, jetzt können wir es bauen. Ein Träumchen. Und den kommen wir, denke ich mal, auch auf die 30. Ist doch schön. Ich hoffe nur, das Essen reicht. Aktuell ja, wir haben mehr als genug. Holz wird schon wieder weniger. Das liegt aber daran, weil das Sägewerk arbeitet. Orbe-Bretter, sind das hier die Bretter? Ja. Wird ja nur auch nicht ewig verbraucht werden, ne? Allgemein, glaube ich, ich muss mich auch erstmal reinfummeln, brauchen wir mehrere Holzfäller später. Das wird sonst nichts. Aber eins nach dem anderen. So, auf jeden Fall, wir sollten einen Arbeitslosen haben. Den werden wir hier reinsemmeln, damit mal ein bisschen mehr Stein reinkommt. Ein Träumchen. Dann können gleich noch neue Bewohnerchen kommen. Machen wir mal wieder eine normale Geschwindigkeit hier, ne? Immer mit der Ruhe. Guck mal, das Gehöft ist auch fertig. Wir können jetzt hoch bis 30 Leute. In 3 Tagen kommen schon wieder neue. Ah, herrlich, herrlich. Und wir gehen schon wieder Richtung Herbst. Oh ja. Das ist doch schön. Dass sie so die Landschaft mit verändert, finde ich schon schön. Komm, die Bäume werden so ein bisschen wie bei Forest hier, ne? Im Winter wird alles weiß. Ob wir hier hochbauen können, weiß ich nicht. Im Moment bringt mir es hier eh nichts, weil wir hier nicht rankommen. Nur mal aus Interesse, was würde denn das dritte Gebiet kosten? Oh, das kostet schon 300, okay. Okay, Stein brauchen wir im Moment aber nicht so dringend. Vor allerdings, wenn ich das jetzt baue, dann müsste ich ja gut würde gehen, aber... Ich glaube, als nächstes kaufe ich das Gebiet da, damit wir hier unsere Baumfälle da mal ein bisschen mehr arbeiten können. Und dann können wir später hier die Steindings von uns hinlegen. Aber so weit sind wir noch nicht. So, in einem Tag kommen die nächsten Dorfbewohner. Das ist doch schön. Ah, willkommen, Leute. Willkommen. Gab aber nur einen Arbeitslosen, ne? Ja. Oh ja, immer hier. Das ist voll besetzt. Das ist voll besetzt. Ja gut, hier passen noch 2 drin. Jo. Steuermäßig müsste das jetzt auch... Ja, guck mal. Jetzt sind wir mal 43 pro Einkommen. Ein Träumchen. Die arbeiten da auch zu zweit. Dann kommen hoffentlich mal ein bisschen mehr Steinerin. Ja, ja, wir werden das Gebiet hier oben als nächstes kaufen. Dann hat der ja auch eine etwas größere Fläche. Und der kriegt auch noch ein bisschen was dazu. Das zählt ja auch dazu. So, auf jeden Fall sollen wir 10 Bretter herstellen. Da haben wir ja schon 9 von 10. Das ist doch schon mal was. Als nächstes sollten wir die Butengilde bauen. Wo gehört denn die gute... Wo ist die denn überhaupt? Taverne sollen wir... Haben wir schon, ne? Militär, nein. Festungsanlagen, Dekoration. Wo ist denn die Botengilde? Wo ist das Sägewerk? Lebensmittel bestimmt nicht. Hier auch nicht. Wo ist die denn? Da ist Geld. Da ist Geld. Steinlager. Sägewerk. Da, beim Brunnen. Okay. Boten können andere Reiche entsendet werden, um deren Herrscher zu grüßen und Geschenke zu übermitteln. Zugriff auf die Weltkarte wird freigeschaltet. Erhaltungskosten 10. Beschäftigt 2 Landsmann oder Bürger. Gut, deswegen die Bretter. Das Ding braucht 10 Bretter zum Bauen. Ohne 100 Münzen. Den müssen wir bauen. Wo bauen wir das schöne Ding denn hin? Passt hier, passt hier, passt hier in der Tat. Ah, dann bauen wir ihn hier hin, wa?
Bad Post in Detort. Sehr schön. Arbeitslose haben wir zwar aktuell nur einen, aber es kommt garantiert gleich wieder neue, ne? Na gut, in 7 Tagen. Wird schon? Das ist doch was Schönes. Das ist ja schon, Bodengeld ist gebaut, das gibt ja auch wieder ein bisschen Geld. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Andere Reiche, was uns das bringt? Vielleicht Handelsbeziehungen oder so? Wir werden es sehen. Die Schweine, da komme ich nicht drauf klar. Auf jeden Fall richtig schön gemütlich hier. Naja, gut, bis auf die Baustelle. Baustellen sind nie so gemütlich. Ja, das lüft. Okay. Die nächsten kommen in 6 Tagen. Das kommt in 3 Tagen. Das Ding wird gebaut. Jo, die schleppen hin. Wenn ich es richtig sehe, oder? Jo, beschleunigen wir mal etwas. Wir sind eh gleich wieder im Winter. Kohle haben wir ein bisschen was auf Lager. Gemüse haben wir auf Lager. Also ich glaube, den Winter kriegen wir schon hin. Okay, das sieht schon interessant aus, wie sie das bauen. So, machen wir eine normale Geschwindigkeit. Aktive Aufträge? Keine. Dann machen wir hier mal einen Boten reinpacken. Einen Arbeitslosen haben wir ja noch. Sehr schön. Und das ist fertig. Geld her. So, jetzt haben wir mit freundlichen Grüßen. Nutzt die freigeschaltete Weltkarte, um einen Boten in ein anderes Reich zu entsenden. Sobald der Bote angekommen ist, könnt ihr den Herrscher oder die Herrscherin des entdeckten Reiches begrüßen. Okay, wo denn? Nutzt die freigeschaltete Weltkarte. Da. Über die Weltkarte könnt ihr mit anderen Herrschern interagieren, Aufträge abschließen und noch vieles mehr. Klickt auf ein beanspruchtes Reich, um zu beginnen. Während des Early Access werden mehr Reiche und Herrscher hinzugefügt, bis es insgesamt 8 verschiedene Herrscher gibt. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt aktuell? Okay, 3, ne? Doster und das ist meins, ne? 2 haben wir. Gut, dann schicken wir mal hier hin, wa? Unentdecktes Reich. Jo. Boten entsenden, kosten 50. Was? Das kostet Geld? Verfügbare Boten, 1 von 1. Um mehr Informationen über dieses Reich zu erhalten und mit einem Herrscher oder seiner Herrscherin zu interagieren, müsst ihr einen Boten schicken. Jo. Schick mal los. Erfolgschance 100%. 7 Tage braucht er. Okelidokili, ihr kommt drin. Ich glaube, da werde ich... Meilenstein, wir haben Dorf erreicht. Super. Es wurde ein neuer Bevölkerungsmeilenstein erreicht. Nun können wir uns als Dorf bezeichnen. Von nun an rechnet eure Familie mit regelmäßigen Zahlungen in Höhe von 20 Münzen an die Familienkasse. Das wird auch immer mehr. Ressourcen, ihr habt 150 Münzen erhalten. Windmühle. Malt Getreide zu Mehl. Zum Glück ist es immer windig. Steinbruch. Steine werden von angrenzenden Steinvorkommen gesammelt. Sobald das Vorkommen erschöpft ist, verliert es seine Funktion. Hatten wir den nicht schon? Den haben wir doch schon ein paar Mal gebaut. Und das Heldenquartier. Das Hauptquartier für alle Heldenmissionen. Der erste Held des Reiches erscheint, wenn dieses Gebäude zum ersten Mal platziert wird. Eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir mal warten, bis unser Bursche Bote da ist. Das ist doch. Das ist ein Steinlager. Wo ist ja jetzt der Unterschied zum Steinbruch? Arbeitet der schneller oder so? Großes Dorf sind wir bei 42. Wir haben 2 Arbeitslose, das ist schon mal sehr, sehr, sehr schön. Fischer und so gibt es anscheinend noch gar nicht, ne? Wir sind sehr fleißig am Arbeiten, mal wieder schneller abholzen als nachwegs, aber hier geht's einigermaßen. Holz sammelt sich an. Räder haben wir ja wieder verbraucht. Ach, das ist doch was Schönes. Gut, er braucht auf jeden Fall 7 Tage. Es klingt länger, als es ist. Die Tage vergehen hier relativ schnell. Mich würde es mal interessieren mit dem Steinbruch. Der sammelt Steine.
Wollen wir mal kurz das gucken? Der ist dann ja wahrscheinlich hier. Haltungskosten 10, sammelt Steine, ja. Benötigt 3 Lanzen. Okay, da können mehr arbeiten. Braucht aber auch 30 Bretter. Okay, Dogeli. Wir haben wieder. Na, aktuell haben wir ein Einkommen von 26, weil wir schon so viel an die Familienhilfe zahlen. Wieso muss ich meine Bürger unterstützen? Die sollen zahlen, nicht ich. Das geht so nicht. Ich gebe denen immerhin Arbeit. Dann können wir allgemein mal gucken. Wo er denn mal. Was ist denn hier los? Ach, das ist der Bote im Einsatz. So, warte mal. Arbeitsplätze. Alles voll belegt. Ne, Bauernhof könnten wir auch mehr reinmachen. Wir haben ja noch 2 Arbeitslose. So. Dass alles nachher nach und nach voll besetzt ist. Das hier ist alles. Hier fehlt noch Botengilde. Okay, da will ich aber nicht. Und die eine Lagerstätte ist gar nicht besetzt? Ist er gestorben oder was? Nee, nee, nee. So, jetzt haben wir auch keine arbeitslosen Männer. Kein Wunder, dass hier nichts eingelagert wird. Die ist so nett, ey. Wo ist die andere dort? Die da. Wieso hat denn da keiner gearbeitet? Ja, Mäuse, so geht das aber nicht, du. Nee, nee. Absolut nicht. Okay, auf jeden Fall sind wir. Hallo, mehr Leute geht aktuell nicht. Geld sind wir bei 21. Wir bräuchten eigentlich mehr Leute, um mehr Geld reinzuholen. Übrige Tage 2, das haben wir doch fast. Beschleunigen wir mal etwas. Nee, dann haben wir so Rogizugi. Geld brauchen wir eh mehr. Als nächstes wird mich definitiv erstmal das Gebiet da oben zugekauft, damit die Holzfäller mehr abhauen können. Auch wenn wir aktuell keinen Mangel haben. Okay, warte, 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 warte. Kapitel 2, süßes Kennenlernen. Hallo Nachbar, seid ihr hier, um ein Abkommen zu treffen? Ich bereite die Unterlagen vor. Wild eine Begrüßung. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Bitte nehmt dieses Geschenk als Zeichen meiner Freundschaft an. 50 Münzen, sehr positive Auswirkungen, okay? Sehr erfreut, ich freue mich darauf, euch kennenzulernen und mehr über euer Reich zu erfahren. Ah, gut, wir haben gerade das Geld, ne? Geben wir mal Geld. Freundliche Beziehungen sind immer gut. Nehmen wir? Jedes Reich hat einen Herrscher, die alle ihre eigene Persönlichkeit, Aufträge und Belohnung haben. Klickt auf Information, I, um mehr über einen Herrscher zu erfahren. Ihr habt eine Beziehung mit jedem Herrscher und jeder Herrscher oder jede Herrscherin wird von eurer Interaktion beeinflusst. Manche Interaktionen benötigen eine bestimmte Beziehungsstufe. Zum Beispiel, um jemanden den Hof zu machen, müsst ihr erst Freunde werden. Okay. Wir sind neutral. Oder was bedeutet das? Freund. Widersacher, okay. So, auf jeden Fall haben wir umwerben benötige in Beziehung Freund. Krieg erklären will ich ja gar nicht. Okay, ist noch nicht im Spiel, alles klar. Wir sind auf jeden Fall, wie es aussieht, aktuell. Ne, wir sind neutral. Das hier ist Freund. Gut, Boten entsenden. Handeln, einen Botschaft wird benötigt. Information. Reich der Liebe. Alle Steuerstufen werden um 1 Münze erhöht, ohne die Zufriedenheit zu beeinflussen. Würfeltisch und Krone. Ach, ist bei denen hier, ne? Bitte nehmt dieses Geschenk noch nicht schon wieder. Ich sende euch herzliche Grüße und hoffe, euer Königreich gedeiht. Ja gut, hier. Seid ihr sicher, die Überbringung dieser Nachricht wird 7 Tage dauern? Jo, wir wollen bessere Beziehungen. Gut, die müssen wir Leute abweisen. Wir können aktuell nicht. Und das nehmen wir natürlich an. So, schickt eine Nachricht und ein Geschenk. Sind wir bei? Einen anderen Herrscher oder eine Herrscherin? Übergibt erfolgreich ein Geschenk. Das kriegen wir alle sehen. Der ist schon unterwegs, der Gute. Jo. Wir werden uns gut stellen. Und wenn sie alle denken, wir sind deren Freunde, fallen wir ihnen in den Rücken. Okay. Aber für heute sind wir denn trotzdem am Ende. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter in unserem kleinen, idyllischen, schönen Örtchen. Mal sehen, was noch alles kommt. Der ist jetzt unterwegs, ne? Ja, sieht man hier. Sehr schön, da kommen noch mehr rein.
Ich glaube, wir müssen erstmal ein paar neue Häuser bauen. Das Problem ist, hier kriegen wir vielleicht noch eins hin, will ich aber nicht wegen Schweine. Ich glaube, wir müssen wirklich erstmal ein neues Gebiet. Und zwar nach hier oben weiter. Kriegen wir hin. Das waren 300, da sind wir auf dem besten Wege. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.